Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. So, wir haben insgesamt 80 Batterien, wie man hier links sieht. Und das bedeutet, wir haben 960 Megawattstunden. Wir haben einen maximalen Output von 960 Megawatt. Und speicherbare Energie sind, 3x8 sind 240 Megawatt, ne? Stunden. Judy, die Zufuhr ist nicht gerade viel, ne? So mit 50 kW. Das ist das, was man eigentlich so am Tag über für einen Toaster braucht. Scherz am Rande. So, hier kommen noch zwei Gyros mit rein, zwei Gyroskope. Da brauchen wir natürlich auch die Materialien dafür. Ja, und so langsam wird unser Raumschiff hier in die Endphase gehen. Wir müssen obenrum noch ein bisschen designertechnisch was machen. Wir müssen hier noch das Füßlein mit anbringen, unsere sogenannten Landepads. Und zwar, wie sieht denn das aus, wenn ich das da vorne machen möchte? Dafür benötige ich in erster Linie mal einen verbesserten Motor. Junge. Autsch. Jetzt war ich aber wirklich nicht schnell, ne? So, Materialien schauen eigentlich noch ganz gut aus. So, jetzt pass auf. Motor, verbesserter Motor und das Motorteil brauchen wir. Obwohl, eigentlich brauchen wir den normalen Motor, ne? Enable connected grids to rotate with the ability to transfer items between the grids. Ne, wir brauchen eigentlich nur den normalen Motor. Nehmen uns mal alles mit. Und halt, stopp. Wir benötigen auch den Fahrwerksfuß. Und dann gucken wir mal. Wenn ich den hier herbaue, den Kollege Motor. So. Fährt er zwischen 0 und 90 Grad hin und her. Ah. Schon mal doof. Da kann ich keinen Fuß hinbauen. Okay. Wie ist es, wenn ich ihn hierher baue? So, wo haben wir 0 Grad? Da ist das 180 Grad Segment, das 90 Grad Segment. So. Tja, da kommt dann dementsprechend er hier dran. Das ist jetzt eine gute Frage. Das geht dann so nicht mit den Triebwerken. Das heißt, hier müssen ein paar Umbaumaßnahmen getroffen werden. So. Ich baue als erstes jetzt mal den Fuß hier ran. So, und jetzt bräuchte ich natürlich eine Steuerung für den Kollegen hier. Hat er eine Steuerung mit dran? Nee, ne? Natürlich nicht. Ich meine, brauche ist keine da. Grandios. Dann bauen wir uns halt schnell eine. Ein Kontrollfeld. Ich hoffe, ich habe Material dafür da. Eine Anzeige fehlt. Kann ich benutzen. Passt. So. Jetzt brauche ich einfach nur den Motor. Motor. Da. So. Da machen wir einmal 0 und 90. So. Warum funktioniert der nicht? Ach, wegen Energie. Okay, dann
Pass auf, da müssen wir das mal kurz anders machen. Da muss ich echt ein paar Windkrafträder mehr hinbauen. Aber das macht nichts, dann mache ich jetzt einfach hier mal. So. Dann nehmen wir uns Material mit. Sorry. Einfach nur ein Sorry. Dann brauche ich aber die Windkrafträder hier drinne. Machen wir das da. Eieiei. Ach ja. Geht ja zum Glück relativ schnell, sag ich mal. Und dann hoffen wir, dass wir die den Energie-Output so weit hochschrauben können, dass zumindest der Motor noch funktioniert. Ich wollte gerade runtersprinten und den ausmachen. Wieso habe ich jetzt eigentlich nicht genug? Ich habe doch genau 9 Stück gebaut. Oder in meine Bauliste mit aufgenommen. So, dasselbe bauen wir hier drüben nochmal. Na, danke. So, mal kurzhand geheilt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Okay. Es sind halt nur 8. So und so. So, ich hoffe, das genügt. So, der Motor. Okay, das genügt schon mal nicht. Schön. Danke. Von der Entfernung her sieht das eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ah, kann natürlich sein, dass das... Warte. Das ist natürlich verriegelt. Das macht natürlich dann auch Sinn. Fahrwerk. Entriegeln, keine automatische Sperre. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit dem Motor. Schauen, wo er lang fährt. Okay, da muss noch ein Triebwerk mit weg. So, schauen wir gleich nochmal. Motor, wir sind jetzt gerade bei 78 Grad. So würde das dann aussehen. Okay. Ich weiß... Nee, das funktioniert nicht. Hier müsste man mit einem halben Block arbeiten. Vorher erst noch ein paar Stahlplatten. Da arbeiten wir halt mit halben Blöcken. Hey, 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 hallo, hallo. Hier arbeiten wir mit halben Blöcken. Obwohl, da könnte man... Muss ich gucken. Ich schaue jetzt erstmal, wie sich es überhaupt hier verarbeiten lässt, ne? So, das heißt, hier kann ich rumgehen.
Da nicht. Aber hier dann. So, und hier muss man irgendwie dann mit halben Blöcken arbeiten. Und ich hoffe, dass ich da jetzt mit den Kollegen hier, dass ich damit rumkomme. So. Ich hoffe, der macht mir da keinen Strich durch die Rechnung und verriegelt dann da drauf. Das wäre auch sehr doof. So, aber er leuchtet mal nicht, ist also nicht bereit zum Verriegeln. Jetzt brauchen wir die halben Blöcke. Die, wo sind die drinne? Hier. Da passt er nicht. Da passt er nicht. Da passt er nicht, aber hier geht er rein. Ah ja, ah ja, ah ja. So, dann stellen wir das Ding gleich mal auf Automatik. Unten sind wir soweit dicht. Also warte, kann ich hier noch mit halben Blöcken dann nähen, ne? Hier kann ich noch einen ganzen reinsetzen, aber das würde funktionieren. Okay, wie ist hier mit halben? Nein und nein. Okay, meine Konsole. Achso, meine Konsole ist hier. So, aber dann das mal so. Es ist entriegelt. Der Motor. Machen wir mal so auf 2 Umdrehungen. Okay, warte. Dann das Fahrwerk einmal automatische Sperre und zack. So, dann fährt der bis daher, genau. Dann hätte man ein Fahrwerk, ein ganzes. Ist ja schon mal besser wie nix, Freunde. So, dann lassen wir den Motor jetzt einmal umdrehen und gehen dann gleich auf das Fahrwerk und gucken, ist es bereit zum Verriegeln? Ist es entriegelt? Jetzt müsste es dann gleich an Endposition sein. Und es ist nicht bereit zum Verriegeln. Das heißt, wir haben hier keinen Punkt, wo es einrasten möchte. Sehr schön. Hier kann man noch einen halben mit reinsetzen. Ja, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, möchte ich behaupten. Hier kann man ja theoretisch einen Ganzen reinsetzen. Genauso wie hier. Hier könnte man dann die Halben reinsetzen. Achso, den Motor sollte ich vielleicht für den linken Flügel machen. Kontrollfeld. Das Fahrwerk ist entriegelt und nicht bereit zum Verriegeln. Das ist gut. Dann jetzt einmal der Motor. Das ist Fahrwerk linker Hand. So, und dasselbe lustige Konstrukt müssen wir auf der anderen Seite bauen. Jetzt ist der Motor hier halt auch total ungeschützt.
Oh, guten Tag. Kommt der denn her? Noch einer? Nee. Doch? Ah, nee. Da hat ja oben wäre einer gestanden. Na, da guck mal einer, schau. Der andere ist weg, ne? Hm. Vermaledeite Köter. Mhm. Nicht allgemein gesprochen, sondern nur hier im Spiel. So. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube allgemein das Zeug hier nicht. Halt, die Stahlplatten hätte ich doch schon noch gerne gehabt. Und einmal getankt. Ich war gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch irgendwie... Platte bauen, weißt du? Obwohl, warte. Hier einfach so. So, und dann halbe dazu. Ist nicht sonderlich schön, aber ich denke vonnöten. Judy, das heißt... Wir brauchen den Motor. Hier drinnen. Ah, sehr gut, dass ich wieder alles weggebracht habe. Ausgezeichnet quasi. Und dann kann ich hier schon mal anfangen, das ein wenig zu verkleiden. Da müssen eh noch ein paar von den Triebwerken weg. Das heißt, ich brauche eh ein bisschen Platz im Inventar. So, dann bringe ich mal die Stahlplatten weg, nehme mir das Zeug mit, was ich zum Bauen brauche und dann flexen wir die Triebwerke mal weg. So, zwei Stück weniger waren das. So, dann brauchen wir hier oben das Röhrchen. Hier das Röhrchen und so ein Röhrchen. So. Da kommt jetzt hier der drauf. Da kommt dann der Fuß ran, ne? So, da brauche ich wieder eine Steuereinheit. Mann, 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 Mann. Wo ist er denn? Ich bin bestimmt schon drüber gescrollt, ne? Da ist er doch. So, der ist jetzt zwischen 0 und... Shit. 0 und minus 270. Da, 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 da. 0
Okay, 0 und minus 270. So. Dann machen wir das mal ganz langsam. Kraft und Kraft. So, darum geht das schon mal nicht. Das ist gut. Genau, und so fährt er ein. Dann sind das nicht minus 270, sondern minus 90. Mein Fehler. Käse, Motor. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal ohne das Ups. Genau. So soll es sein. Und dann machen wir jetzt hier zu und zu. Hier kommt ein ganzer. Da kommen halbe hin. Da kommt ein ganzer. Da kommen halbe hin. Hier kommen ganze hin. Da kommt ein ganzer hin. Hier kommen ganze hin. Da kommen, glaube ich, halbe hin. Jetzt brauche ich die Stahlplatten natürlich wieder. Mann. Wie schaut's aus mit der Produktion? Ah ja, 1300 haben wir schon. Siehst du mal, wie ewig das dauert, hier ein bisschen Munition zu produzieren, ne? Hammer. Stell dir mal vor, ich würde Raketen produzieren, da käme ich ja gar nicht mehr aus dem Quark. So, das kontrollieren wir mal schnell mit der hinteren Seite. Genau, zwei halbe Blöcke. Ja, sieht schwierig aus von unten ein bisschen, aber ist egal. Hier und da halb und ansonsten ganze. So. Aber Freunde, wir sind schon wieder am Ende von der Folge. Ja, ja, ratzfatz geht das hier. Ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann quasi das nächste Mal wieder hier bei Space Engineers, wenn wir dann unsere letzten paar Sachen fertig machen. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut und Tschüssikowski.